Was hast du für einen Eindruck? Automat, Getriebe schaltet nicht. Nein. Warte, warte, ich muss kurz, hier stehen bleiben. Was ist das denn? Nein. Was ist denn jetzt los? Da sprang noch eine Werkstatt schon beschissen an. Also die Geschichte ist echt bis jetzt das Spannendste überhaupt, ne? Ja. Ich habe richtig Bock auf ein SUV. Mit Power oder ohne Power? Nee, richtig Dampf. Jetzt will ich was richtig Dickes, was richtig mit Leistung. Ramona, das ist doch das Geilste, was ich von dir jemals gehört habe. Maximal 6.000 wollen wir ausgeben. Jonas sucht einen ML, ähnlich wie seinen eigenen, und findet einen in Blau. Der scheint aber sehr viel Rost zu haben. Ich dagegen werde bei Porsche Cayenne fündig. Allerdings eine Karre für Bastler. Die Motorkontrollleuchte blinkt. Porsche hat ja nun mal auch richtig Dampf, ne? 3,2 okay. Liter. Also Porsche ist super. Vorzugsweise an Bastler. Der Preis von 6,8, der geht halt nicht, ne? Sag ich jetzt mal im Vergleich zu deinem. Das sieht schon gut aus. Das sieht gut aus. Was ist das für ein Motor? ML 55 AMG. Der steht für 3.500. Der günstigste. Also den würde ich mir gerne anschauen. 3,5? Ja, also den würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wir haben nur ein Problem. Meiner steht in München. Du kannst doch nicht für ein Auto angucken in München. Für ein ML 55 AMG kann man es machen. Ich fahr dahin. Du fährst nach München? Ich fahr mit dem Zug. Jeder steht auf Porsche, liegt auch im Image. Das ist ein Porsche Cayenne, geiles Geländeauto. Wurde ungefähr gebaut von 2002 bis 2010. Die erste Generation ist das noch. Hat allerdings auch so seine Problemchen. Müssen wir auch ein bisschen genauer gucken. Die haben ja so ein bisschen mit der Steuerkette zu tun. Mal gucken. André, mach hin. Kommst du mit nach München? Ja, mach mal alleine. Echt? Ja, dann will ich eine Kamera mitnehmen hier. So, dann ab nach München. 5,5 Stunden habe ich nun Zeit, um mich auf den ML vorzubereiten. Bei mir kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Eigentlich. Der junge Mann hat mich gerade angerufen. Geht wohl nicht, ihr müsst erstmal draußen warten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat er ja da zu sagen. Er wusste ja, ich bin schon auf dem Weg zu dem. Dann ruft er mich an im Auto und sagt, er muss mich erstmal alleine sprechen. Okay. Ist ja mal ein bisschen verdächtig. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt auf mich zukommt, weil eigentlich war vorher alles geklärt. Keine Ahnung. Ramona, grüß dich. Ja, ich habe hier ein Problem. Ich bin reingegangen und dann sagt er von wegen, das Ding ist gar nicht mehr da. Ach, hör auf. Echt? Der hat ihn wohl irgendwie schon Export weggedrückt. Ich weiß nicht, wie er das jetzt so schnell hingekriegt hat. Du bist jetzt umsonst dahin gefahren? Ja. Wenig später bin ich am vereinbarten Treffpunkt in München. Bin mega aufgeregt nach dem, was Ramona passiert ist. Da steht er ja. Ich bin gespannt. Das ist wie Kinderüberraschungsei. Sieht schon gut aus hier. Ah. Hey. Jonas. Daniel, hi. Grüß dich, Daniel. Ja, schon Anfahrt gehabt? Ja, war super. Ja? Zug. Einmal hier hingekommen. Der zurzeit günstigste ML Deutschlands. Knapp 400.000 runter, 347 PS. Besonderes Highlight, eine LPG-Gasanlage. Spart eine Menge Kohle, fast 1 Euro günstiger als der Liter Super. Gebaut wurde der ML übrigens in den USA. Ich komme vom Land eigentlich, ziehe jetzt in die Stadt. Und da brauchst du halt so ein Riesenauto nicht mehr. Vor allem versuchen wir mit so einem Auto in der Münchner Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Findest du nicht. Genau. Oh. Ja, das ist ein bisschen Spielraum, ne? Ein bisschen Spielraum. Meinst du jetzt vom Preis oder? Nee, von der Bewegung her, dachte ich mir. Natürlich Scheinwerfer bei AMG sehr, sehr wichtig. Immer kontrollieren. Und bei den AMGs ist es ja immer einzigartig, weil wir haben hier Reflektoren. Gibt es nur bei AMGs. Wenn die kaputt sind, sauteuer. Weil das ist ein Liebhaberstückchen. Aber passt schon. Und was ich so geil finde bei dem AMG, die beiden Power Domes. Hat nur AMG, ML. Und was mir natürlich auch wichtig ist,
na. So, die Bremsen. Anschauen, weil die Bremsen sind sauteuer hier. Aber sehen gut aus. Reifen. Ach, top. Ne? Die Autos wurden natürlich in Amerika gebaut. Mhm. Und wenn die was nicht können, dann ist es Karosseriearbeiten. Weil hier rostet der schon. Siehst du das? Hier. Gut, da steige ich selten ein, da hinten. Hier Türen. Rostet der, aber das sieht gut aus, die Tür. Und danach unten anschauen. Ja, sieht gut aus. Bisschen Flugrost, kann er aber haben, ist nicht schlimm. Ich finde den geil. Aber das Problem ist, ich kenne alle Macken. So, wir haben hier eine Gasanlage drin. Jetzt genau. So. Du hast ja TÜV gemacht, also wird ja auch mal eine Sichtprüfung gemacht worden sein. So, hier haben wir auch noch mal die Schwachstellen von dem ML. Rost. Schwachstelle, Rost. Ja. Ja, das hat er leider. So, aber jetzt. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Hier haben wir einen schönen 5,5 Liter Motor M113 verbaut. Sehr, sehr robust. Aber wir haben natürlich auch Schwachstellen. Und die größte Schwachstelle bei diesem Motor oder bei diesem Modell besser gesagt, ist die Servolenkung. Hast du Probleme mit Servo? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Servoöl verliert ganz leicht. Aber das ist ganz normal, Daniel. Warum? Weil Amerikaner haben da einfach günstige Schellen genommen. Ja, bei der Servolenkung. Und deswegen hat man immer Probleme. Der hat 400.000 gelaufen, ne? Aber trotzdem sieht der noch okay aus. Kannst du den, oder soll ich den einmal starten? Komm, du willst ihn haben. Natürlich. Einfach nur geil. Das ist der V8-Sound. Das ist geil, ne? Aber ich muss sagen, der hört sich sehr gut an. Das ist ein Motor, den kriegt der nicht kaputt. Da muss der schon fahrlässig sein. Ohne Öl fahren, ohne Wasser fahren. Ich würde den gerne fahren. Probefahrt mit dem zurzeit günstigsten ML Deutschlands. Scheinmischer. Ja, den müssen wir neu machen. Ja, Innenraum ist einfach sehr schlecht gemacht. Wir haben nur Elektrikprobleme bei diesem Modell. Es ist normal, ja, auch Innenraum, wenn ich sehe, Handschuhfach, ganz normal, Mittelkonsole. Er macht überall Geräusche, auch wenn er es neu macht. Die werden nach ein paar Monaten genauso sein. Deswegen werden wir die nicht reparieren. Also ganz kurz, auf ganz kurz. Geil. Gasanlage ist klar. Allein die kostet schon 3.000 Euro. Nur die Gasanlage. So, wir sind jetzt auf der Autobahn, da wo sich ein AMG sich auch wohlfühlt. Gasanlage ausschalten. Linke Spur. Ist für AMG reserviert. Und jetzt einmal Kickdown. Ramona, der ML ist super, deswegen rufe ich auch an. Ja. Also Motorgetriebe einwandfrei, Gasanlage läuft. Wir haben nur optische Mängel. Er will 3.200 Euro haben. Okay. Da sehe ich den auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, wenn ich den runterhandle auf 2,2, dann würde ich den kaufen. Was sagst du dazu? Mach das, weil natürlich, sobald du den runterkriegst, ist immer gut, ne? Alles klar, dann probiere ich das. Daniel, weißt du, was geil ist? Der hat ja eine Gasanlage. Mhm. Auch wenn man so ein bisschen schneller fährt, Tanknadel bleibt immer gleich. Das ist doch geil. Das ist Hammer. So, Daniel. Ja. Nach der Probefahrt kommt die Preisverhandlung. Mhm. Dann sag mal deine Preisvorstellung. Ja, du weißt ja, was ich will. 3.200. Ja, 3,2 sehe ich natürlich nicht. Wir kriegen die nicht in einem Top-Zustand. Deswegen würde ich sagen, 2.000 Euro. Und das Ding ist weg. Weil ich weiß doch, komm, ich sehe es dir schon an. Du willst den loswerden. Mhm. Aber 2.000 ist echt schon, ist nochmal krass, eine ganz andere Hausnummer. Weißt du doch, du kriegst doch Anrufe,
Motorgetriebe top? Ja, top. Hat er ein bisschen Rost? Ja, okay. Ich mache dir noch ein Angebot. Aber mehr nicht. 2-2. Dann ist das Ding weg. Hast du Bar dabei? Hab ich Bar dabei. Dann? Daniel. 2-2. Nächste Schüssel. 3.200 Euro war schon der günstigste ML Deutschlands. Und jetzt haben wir den für 2.200 Euro geschossen. Und jetzt können wir nur nicht den günstigsten ML Deutschlands machen, wir können sogar den coolsten, günstigsten ML Deutschlands machen. AMG. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Dortmund. Ich bin jetzt mal gespannt, was Ramona dazu sagt. Ich habe den Wagen auch nicht von unten angeschaut. Es kann sein, dass da echt sehr viel zu machen ist. Aber es kann auch sein, dass wir nicht viel machen müssen. Ich bin gespannt. Aber Innenraum machen wir auf jeden Fall nichts, weil da wird sich nichts ändern. Ganz kurz, ein Tunnelcheck noch. Der nächste Morgen in Witten. Ja, da geht schon ein bisschen Gewicht hin, ne? Oh, da bremsen sie wie neu. Ja. Stoßdämpfer trocken. Das ist super. Hinten. Hier bremsen gut. Perfekt. Spiel hat er auch nicht. Hm. Feder ist gut. Ey, lass mal ganz hoch, ne? Ja. Manschetten sind gut, Drachenlenk gut, Stoßstangenkopf sieht relativ neu aus. Hat er wohl erst gekriegt, wa? Hm. Wir haben ja auch TÜV. Hab ich dir vergessen zu sagen. Nee, hast du mir gesagt am Telefon. Genau, da bin ich jetzt von ausgegangen. Entschuldigung. Seit ein paar Monaten haben wir TÜV. Hier oben schwitzt er auch ein bisschen. Ja. Aber das ist auch völlig normal. Genau. Ne? Und wir haben ja auch natürlich hier jede Menge Schweißarbeiten, sehe ich, am Auspuff. Was hast du denn gesehen? Hier wurde geschweißt. Das sind die typischen Stellen. Und dann bildet das Ganze hier im kalten Zustand. Wenn das Ganze nicht rauskommt, das ganze Wasser, rostet das gerne dann hier. Und das sind dann die typischen Stellen, die rosten. Und dann wird es bearbeitet. ML habe ich jetzt eben gesehen. Jonas hat mir das auch gezeigt, hier mit der Abdeckung hier, dass das alles ein bisschen lose ist, dass das alles ein bisschen wackelt. Ganz ehrlich, das Auto ist Baujahr 2001, sprich, der ist eigentlich 19 Jahre alt. Ja, 20. 21. 21 sogar, ja. Das muss ich eigentlich ja wissen, ich bin ja genauso alt. Deswegen. Gott sei Dank. Bis auf dieses normale Ölproblem vorne im Motor, sieht der auch hier ist ein bisschen an, aber das ist ja nur an... Wie sagt man's? Angerostet. Genau, also richtig. Das ist nichts durch. Ja. Ne? Also ich muss auch sagen, der lässt sich super fahren. Das muss ich ja erst noch testen. Ja, ja, mit mir zusammen. Also ja, du wieder auf dem rechten Sitz, ne? Nee. Ey, der hat viel gemacht. Das ist schön. Ja, Reifen sind gerade an Grenze, aber das ist auch ja, nicht gut. Ja, die Reifen sind auch nicht gut, das stimmt. Ja, aber die sind an Grenze, ne? Das genau. Geht noch. So, runter. Dann können wir ja schon mal kalkulieren, oder? Und das für 2.200 Euro. Wolltest du gerade noch ein Lob oder was war das denn? Nee, also ich will mich ja nicht selber loben, dass ich so ein sagt er. Sowas gefunden habe. Nee, ich meine nur. ML. 55 AMG für 2.200 Euro, der günstigste deutschlandweit. 2-2 ist echt geil. Das ist Hammer. Weißt mit du, TÜV, technisch einwandfrei, muss man sagen. Das Beste ist halt, wir müssen unten gar nichts machen. Ja, das ist das Geile. Das ist mega. Stoßfänger vorne, da müssen wir auch gucken, was los ist, wegen Halterung und sonst irgendwas. Ja. Die Heckklappe hinten, der Rost. Heckklappe, Rost, genau. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen, wie wir das am besten machen. Ne? Und wir haben noch das Rostproblem hinten links. Ne? Am Radlauf, genau. Radlauf hinten links. Ja. Ich kann das nicht schätzen. Ich auch nicht. Und am besten, wir müssen da zu Ahmed damit. Ja. Das muss er sich angucken. Genau. Man muss dann sagen, da müssen wir einen guten Preis raushandeln. Und die Scheibenwischer sind sowas von runter. Also kriegt er neue Wischer vorne. Was hältst du davon, wenn du das Auto siehst und es geht schon bam? Wir machen den richtig auffällig. Wir machen den genauso auffällig wie den Motor. Man sieht schon von Weitem, was da ankommt und man hört es ja einfach auch schon. Das ist eine geile Idee. Dann sehen die Felgen ziemlich schäbig aus. Ne? Also du weißt ja auch, dass wir für den ML sehr, sehr schwer Felgen bekommen. Ne? Mhm. Aber wir können gerne mal den Gürkan ansprechen. Ja, gerne. Vielleicht hat er welche da. Also die Geschichte ist echt bis jetzt
das Spannendste überhaupt, ne? Ja. Wann haben wir denn schon mal ein Auto gekauft und sind ohne Kalkulation hingegangen und haben versucht, Teile zu organisieren? Oder wie kriegen wir es hin? Aber was sollen wir denn kalkulieren? Wir brauchen den Lackierer, der uns sagen kann, was verlangt er dafür. Wir brauchen den Folierer, der uns sagen kann, was braucht er dafür. Das sind alles Dinge, die können wir nicht besorgen. Das hat mit Leistung zu tun, sprich mit Arbeit, die wir nicht ausführen können, die wir bezahlen müssen. Ja. Können wir vorher nicht kalkulieren. Das heißt, wir wollen unter 6.000 Euro bleiben, aber gleichzeitig wollen wir das gemacht haben. Keine Ahnung, was da rauskommt am Ende. Felgen. Wir haben Felgenfolierung, technisch, Karosserie, Fahrzeug für 2,2. Das Ding muss weg für 6.000. So. Ja, schauen wir mal. Lass mal gucken. Ich rufe mal Gülkan an. Ja. Moin. Hi Gülkan, ich bin's Ramona. Wir haben gerade ein mega geiles Projekt. Wir haben ein ML AMG. Der passt doch. Scheinlich habe ich schon. Und die Felgen sind halt so ein bisschen problematisch. Das heißt, die sind eigentlich gut, aber die sehen halt nicht so schön aus. Technisch ist das Auto voll top und deswegen wollen wir den optisch halt jetzt mal eben aufwerten. Ahmed, begrüß dich. Wie geht's dir? Bei den anstehenden Arbeiten setzen wir nun voll auf die Karte. Guter Preis bei Kumpels. Bei Folierer Salvo haben wir noch was gut. Dem haben wir nämlich mal ein Auto organisiert. Ja, Isa! Boah, ihr seid krass. Dein Auto. Ja. Sehr geil. Ja, pass auf, wir fahren jetzt gleich zu Ahmed. Der muss dann noch ein bisschen karosseriemäßig mit uns abquatschen. Kannst du da hinkommen? Hört sich nach einem Plan an. Ja, fahren wir zu Ahmed, ne? Ja, Ahmed. Wann sich die anderen zwei melden? Kurze Probefahrt zu zweit. Ramona und ich haben Mordsspaß. Wer kann schon behaupten, dass er für 6.000 AMG bekommt mit 5,5 Liter? Bitte. Und solche Emotionen. Achte mal, ganz kurz. Ja. Wie ist er? 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Schön, SUV. Das ist schon echt ordentlich. Das muss ja erstmal danach machen. Zu dem Baujahr. Man muss ja immer überlegen, wie alt das Auto schon ist, ne? Ja. Jetzt stell mal vor, Anfang 2000, Ende 90er, du fährst so ein Auto. Du bist der King. Du bist der King. Absolut. Du bist der King. Ab auf die Bahn. So. Das ist das Geile. So, dann lass mal spüren hier. Nein. Willst du mal rechts rüberfahren, dass du Weite hast? Weißt du, was das ist? Was? Die Gasanlage? Wer? Quant? Nee. Ach komm, du bist von München hier hochgefahren. Kann gar nicht viel sein. Was machst du jetzt? Und das passiert immer bei Mercedes so, wenn halt Unterspannung vorhanden ist. Was hast du für einen Eindruck? Getriebe schaltet nicht. Nein. Hab ich gesagt, was hast du denn? Nach dir erstmal, okay, Sprit leer oder Gasanlage, Spinn, irgendwas ist da? Was ist das denn? Nein. Was ist denn jetzt los? Mach das Licht aus. Hab ich schon. Der sprang noch eine Werkstatt schon beschissen an. 750 Kilometer damit gefahren. Keine Probleme, Ramona sitzt drinne. Guck jetzt, wie der abgeht und dann auf einmal, Scheiße, was ist denn hier los? Zum Glück hat unser Kameramann einen Booster dabei. Hoffentlich einen voll. Probier mal bitte. Geht nix. Nee, das Ding passt nicht. Und ja, Batterie war entladen, der hat nicht richtig drauf gesteckt. Minuspol haben die abgesteckt und der saß nicht richtig drauf, hat es aber trotzdem irgendwie entladen. Ja, konnte nicht voll machen, die Lichtmaschine, und was passiert? Ich mach den Wagen aus und wollte den nochmal starten, weil halt die Fehlermeldung da war. Ja, ging nicht. Dann musste ich einmal kurz in die Werkstatt Überbrückungskabel holen. Ramona? Ja?
super. Hallo. Hallo. Das gibt's doch nicht, ey. Weißt du warum? Weil die Batterie nicht fest war. Und da ist der Kohl? Ja. Und deswegen hat sie sich geladen und deswegen ist sie jetzt komplett leer. Genau, und deswegen, jetzt guck mal, jetzt schaltet der wieder. Zum Glück können wir unsere Fahrt zu Ahmed unbeschadet fortsetzen. Ahmed, was sagst du? Ja, Ahmed, schöne Maschine, ne? Haben wir da nicht ein geiles Ding? Lustig. Wir haben hier nur so ein bisschen optisch, müssen hier mal einen Stoßfänger wegmachen, weil der ja irgendwie rausgerissen ist und dann ist der ja auch... Der muss bestimmt nur eingestellt werden. Wahrscheinlich. Nicht ganz so schön. Haben wir hier noch ein bisschen Rostproblem? Ein bisschen. Hier siehst du und hier, ne? Das ist so typische Schwachstelle für Mercedes. Genau. Einmal entrosten, neu spachteln, Füller drauf und das war's. Ist nicht viel. Aber das kann ja der Yunus machen, der schafft das schon alleine. Ihr trinkt Kaffee und ich muss machen. Du musst mal lochen, wir trinken Kaffee. Ich find's toll. Er lässt uns die Möglichkeit, dasselbe zu machen. Er stellt uns alles zur Verfügung, er gibt noch Hilfestellung. Und dafür kostet uns das nichts. Und Ramona hat mich sofort verkauft. Umsonst natürlich. Ja, nee, wir haben jetzt ein schickes Auto. Typisch Ahmed. Kaffee trinken und ich muss arbeiten. War früher auch immer so. Ganz typische Stellen. Das Gute dran, es ist nicht durchgerostet. Im schlimmsten Fall rosten wir auch mal ganz durch und dann brauchen wir, dann müssen wir das hier alles ersetzen. Müssen wir in dem Fall nicht. Hier werden wir erstmal alles runterschleifen, Rostumwandler und das Ganze dann schön grundieren. Das ist gut. So, ich muss die beiden Schrauben hier einmal wegflexen, weil sonst kann ich nicht schleifen. Geil. Ramona! Hallo! Das sieht ja mega gut aus. Ich habe dir den Kaffee hingestellt, dann lasse ich dich da hier weiterarbeiten. Oh, dankeschön. Weil das scheint ja echt gut zu laufen. Dann hole ich die Räder bei Gülkan, wenn er welche hat. Beziehungsweise ich frage, ob er welche hat. Es macht Spaß. Voll ehrlich. Gut. Ja, sieht auch gut aus bis jetzt. Dankeschön. Bis nachher. Lass ihn nie aufhalten. Während ich zu meinem Lieblingsfelgenbügel fahre, muss ich schleifen, spachteln, strippeln. Eigentlich eher Ramonas Ding. Hi! Na? Na du? Alles wie gut? Wie geht es dir? Oh, gut soweit. War dir alles klar? Ja, der riecht so geil. Kannst du dir nicht vorstellen. Alter! Sieht schon gut aus. Ich habe da schon was rausgesucht, was in dem Fall passen würde. Leider gebraucht, leider nicht mehr so schön. Das sind guckst du dir an. Ah, die sehen doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ganz so dolle sind sie nicht mehr. 20 sind das, oder? 20 Zöller, richtig. Waren ursprünglich auf dem ML gewesen. Das ist perfekt. Hast du da noch Reifen zu? Reifen hätten wir auch noch was liegen. Hab da auch schon was rausgesucht. 275er. Also doch schon dicke Oschis. Ja, perfekt. Was willst du denn dafür haben? Komplett alles drum und dran. Wenn ihr sie selber aufziehen tut, kannst du sie für 300 Euro mitnehmen. Dann ist die Geschichte weg hier. Dann machen wir das genauso. Kriegst du 300 von mir. Mhm. Du, du, du. 1, 2, 3. Da brauche ich nicht groß handeln. Das lässt das unser Auto einfach mal mega aussehen. Und gleichzeitig ist es eigentlich kein Geld für so eine Leistung. Nicht nur bei Ramona, auch bei mir in der Werkstatt sprühen die Funken. Der Rost muss weg. Anschließend kümmere ich mich um die schiefe Stoßstange. Das ist so, wenn du einem Mechaniker die Stoßstange in die Hand drückst und sagst, bau mal eben ein. So sieht das aus. Aber das war kein Karosseriebau hier, das sag ich dir. Vorsicht. Gerade die Stoßstange ab. Also die Stoßstange haben wir abgebaut und haben unter eigentlich gar nichts gesehen. Der wurde einfach nur falsch eingestellt. Yunus! Ramona, bist du wieder da? Alter, so geil. Was ist geil? Der Hattefeld. Die will ich sehen. Die sind zwar nicht mega, mega geil, aber die sind richtig gut. Und 20 Zoll. Oh, das hört sich gut an.
Bam! Wow! Alter, schau es dir an! Ja, die sehen geil aus. Sind die nicht mega? Die sind hammergeil. Und Reifen hast du auch geholt. Aber deswegen muss ich sie halt selber montieren. Aber dafür nur 300 Euro. Das ist nix. Die Reifen montiere ich. Montier. So. Einfach ganz rüber, linke Seite. Kannst du alles montieren. Jetzt gucke ich erstmal genau, wie weit du gekommen bist. Ich bin schon fast fertig. Ja? Natürlich. Ganz fertig ist er noch nicht. Wichtig sind vor allem die beiden Schwachstellen am Radlauf und an der Heckklappe. Der Rost muss vollständig abgeschliffen werden. Dann wird grundiert. Nach dem Grundieren heißt es fotografieren. Wir setzen den ML schon jetzt ins Netz. Deutschland billigster und geilster ML. AMG 55. 55 AMG. Bekommt neue Folie. Schicke Felgen. 20 Zoll. Rostfrei. Rostfrei, ja. So, 6000. 6000 VB? Ja. Und ist inseriert. Dann hau das rein, Salvo kommt ja gleich. Ja. Und dann können wir Folie besorgen. Ja. Ich freue mich schon auf die ganzen Nachrichten, die ich bekomme. Was ist letzter Preis? 6000 habe ich inseriert. Ich gebe dir 2000. Freue ich mich schon. Hallöchen. Oh, hi. Salvo. Hi. Alles gut? Hey. Bei dir? Ja, geht's war ein bisschen mehr Geld, deswegen trage ich mal eine Maske. Ja. Aber geht's gut? Ja, ja, alles super. Bist du fit? Ich bin fit. Du müsstest uns nur eben sagen, was wir noch für dich abmontieren dürfen. Türgriffe müssen raus, die Blinker, Embleme. Ja. Das mache ich. Ich habe mir den ja von hinten noch nicht angeguckt. Ja. Ja. Rückleuchten müssen auf jeden Fall noch raus. Ja, das ist kein Ding, ja. Ja, und dann... Dann kannst du starten. Preislich. Für die Folie definitiv zwischen 500 und 700 Euro. 500, 700 Euro? Das wird da auf Arbeit? Jeden Fall. Nur mit Kaffee und ihr seid ja auch dabei, denke ich schon, dass wir das schon hinkriegen. Ihr habt mir schließlich auch geholfen bei meinem Auto, ne? Aber ich denke, gemacht, dass man da jetzt über Geld ein bisschen weniger sprechen sollte. Ist das schön. Dem haben wir ja wirklich in der Not geholfen. Und genau das wusste er jetzt zu schätzen. Ja. Sprich, die eine Hand wäscht die andere Hand, was uns natürlich jetzt echt voll in die Karte spielt. Hammer. Salvo, jetzt haben wir aber noch ein Problem. Okay. Wir haben den schon inseriert und der muss bis morgen fertig werden. Ach. Entschuldigung. Kriegen wir doch hin. Jetzt pass auf, wir machen das so. Jonas ist ja voll Profi, der hat sich mit dem Auto schon richtig vertraut gemacht. Sprich, ich würde vorschlagen, du machst noch ein bisschen die Embleme weg und sowas, was er jetzt okay gesagt hat. Ich mach den sauber. Und ich fahre mit Salvo zu dem Großhandel. Ja. Und such da eine schöne Folie mit Salvo aus. Du machst das hier, ne? Bis gleich, Jonas. Soll ich hier noch polieren? Nein. Nur waschen. Nur waschen. Alles klar. Während Jonas den ML wäscht, fahre ich mit Salvo zum Foliengroßhandel. Salvo und ich haben uns ja im Auto gerade noch ein bisschen unterhalten. Zwei Farben haben wir uns rausgesucht. Mal gucken, was die Jungs hier haben. Telefoniert haben wir ja schon. Schauen wir mal, was wird. Hallo. Hallo. Ramona Hübner, hi. Hi, Philipp Kerl, hallo. Hi. Wir hatten telefoniert. Ja, genau, richtig. Wir hatten uns da die zwei Farben vorgestellt. Mhm. Ja, kann ich mal nachschauen, ob wir die haben. Kleinen Moment. Ah, okay. Also das Lippenrot hätte ich sofort da. Bei dem hier haben wir leider eine Lieferzeit von 2 Wochen momentan. Nee, das geht nicht. Aber dann hast du uns ja die Entscheidung auch schon genommen. Super. Die Farbe heißt Lippenrot. Ist natürlich mega geil. Passt auch gut zu mir. Okay. Ist ein Hammer. 18 bis 20 Meter brauchen wir, ne? Super. Mache ich, kein Problem. Das wären dann für euch 489,09 €. Einmal mit der Karte. Mit der Karte? Mhm. Alles klar, kein Problem. Ciao. Tschüss. Für die Special Effects nehmen wir dann auch noch eine Rolle schwarz mit. Der ML komplett in Rot wäre dann auch wieder zu langweilig. Ja. Hast du eine Folie? Wir haben Folie gekriegt. Alter, geil. Jetzt aber bitte kein Lila. Bitte kein Lila. Schwarz. Schwarz habt ihr genommen? Schwarz, ist das schön, oder? Echt jetzt? Schwarz, ist das super, oder nicht? Ja, auch geil. Bist du jetzt enttäuscht?
Nein, ich bin nicht enttäuscht, aber ich dachte, wir machen jetzt so eine andere Farbe. Wie fremdst du die denn? Boah! Ey, ich dachte schon, was ist jetzt so voll. Ey, die ist ja Hammer. Haben wir gut gemacht? Das ist Hammer. Haben wir gut gemacht? Der hat die Farbe ausgesucht. Sie. Ramona, du hast Geschmack. Endlich ist es soweit. Der ML wird neu eingekleidet. Unser Kumpel Salvo muss sich nun beim Racken stark konzentrieren, damit keine Luftblasen entstehen. Die Folie selber hat aber die Eigenschaft, der Kleber ist hinten dran in so Kachelform aufgetragen und hat dadurch so einen Luftkanal. Und die Folie kann dadurch am besten entweichen und es macht für mich zum Verarbeitenden das Ganze sehr, sehr einfach. Es gibt auch Folien, die haben das nicht. Da ist es ein bisschen schwieriger, da sollte man dann auch folieren können. Die Folie, da kriegt zum Beispiel jetzt ein Laie auch hin, die Blasen frei zu verkleben. Also ich hätte es nicht schaffen. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen tricky. Ich hätte drauf, ich so, ja super, sieht gut aus, ja. Am Heck dürfen wir nun selbst ran. Unsere mühsam und stundenlang abgeschliffene Roststelle wird nun auch foliert. So, und jetzt, ziehen wir das rüber. Ja, ich meine, Pep, ne, aber ob das jetzt so richtig ist? Das sieht sehr gut aus, Ramona. Danke. Darf ich euch einen Tipp geben? Ja, das wird schon nichts. Du kannst also uns tausend Tipps geben. Kreuz und quer, das wird gar nichts, weil ihr schließt euch gegenseitig die Luft ein. Ah, okay. Ja, also ihr fangt erstmal an, eine Fläche bis zum Ende hin wegzurackeln. Ja. Zieht dann die Folie durch und arbeitet dann langsam nach unten hinweg. Ein Außenstehender sieht nicht, was du da für eine Arbeit geleistet hast. Der sieht nur, es ist jetzt eine rote Fläche. Ja. Aber wie viel Aufwand das in den Sicken ist und in der Mulde, ne, das sieht der nicht. Ja, dann macht das nicht so zack, 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 zack. Das ist echt Liebe. Das ist halt komplett Handarbeit. Italien, ne? Normal. Ich glaube, wir zwei können das nicht. Nee. Ich glaube, manchmal muss man sich auch einfach eingestehen, wenn man es nicht kann. Wir gucken gerne zu. Nur mit Zugucken bekommen wir den ML aber nicht fertig. Reifen aufziehen, das kann ich. Beim Wuchten muss man halt darauf achten, dass das Rad wirklich ganz anliegt, dass es wirklich alles, die Radnabe sauber ist, dass er wirklich gerade laufen kann. Weil hier sehen wir ja gleich, ob der Reifen oder die Felge irgendeine Unwucht hat. Das müssen wir natürlich ausgleichen, weil der Kunde das im Endeffekt beim Lenkrad merkt. Das Thema ist hier jetzt halt, wir haben jetzt gebrauchte Räder gekriegt von Gökhan mit gebrauchten Felgen. Da kann es natürlich unter Umständen schon sein, dass der mal mehr braucht. Das zeigt uns jetzt eigentlich, dass wir an der Innenseite, an der Sichtseite 70 Gramm hinkleben müssen, um das Gewicht auszugleichen und auf der anderen Seite nur 5. Das ist aber noch okay. Ramona Hübner hier, hallo. Metallicrot und dann kriegt er noch so ein paar schwarze Akzente. Der erste Kaufinteressent ruft an. Vielleicht kriegen wir den ML schneller los als gedacht. Danke, perfekt. Tschüss. Mega, haben wir schon den ersten Anruf gehabt? Der hat wohl morgen Zeit und möchte sich den gerne angucken. Ich habe zu ihm gesagt, das Auto ist noch nicht fertig, aber genau das interessiert ihn. Bin gespannt. Während Salvo den ML weiter neu einkleidet, müssen wir weiter schleifen, um die späteren Lackierung und Folierung vorzubereiten. Hallo. Hallo, moin. Hi. Sehr schwer beschäftigt. Ja. Genau, ich hatte gestern angerufen, Thomas. Ach, du bist das. Hi. Thomas, hi. Hi, Jonas, grüß dich. Wollen wir mal zum Auto gehen? Kannst kaum noch erwarten. Den Hauptteil. Ja. Alter Schwede. Das wird die Hauptfarbe. Mhm. Sensation. Was ist das für ein Rot? Das nennt sich Lippenstiftrot. Mhm. Geil. Dann schauen wir. Der hat eine Gasanlage, ne? Mhm. Das ist natürlich dann auch die ziemlich auch sparsames Fahren. Einwandfrei funktioniert. Was wisst ihr denn über den Vorbesitzer? Warum hat er den abgegeben? Ich meine, so eine Karre gibt es doch normalerweise. Nee, weil der Vorbesitzer, den habe ich ja persönlich kennengelernt, der wohnt in München und hat überhaupt keinen Platz irgendwo zu parken. Der hat extra eine Tiefgarage gemietet für den. Und er hat unheimlich viel Unterhalt bezahlt. Also ich habe einen X3, ne, den habe ich jetzt meiner Frau halt irgendwie gegeben.
Und ist ja auch eigentlich ein typisches Frauenauto. Und deswegen habe ich mir gesagt, kauf mal ein zweites Auto nochmal so richtig ein, wo man auf die Kacke hauen kann. Ich schätze mal, dass seine Frau ein teures Kleid oder so bekommen hat oder eine teure Reise oder was bei sich. Und er muss jetzt Geld ausgeben. Dass er irgendwie 30 Jahre auf die Fresse bekommen hat von der Frau. Und er musste immer die ganze Zeit bezahlen. Und jetzt sagt er, jetzt kaufe ich mir was. Aber nur für 5.000 oder 6.000. Mehr nicht. Also 5 hätte ich dabei. Nee. Können wir uns einigen. Es ist ja immer ein bisschen gemein, wenn die Leute das Geld schon dabei haben, ne? Ja, also allein die Folierung wird 3.000 Euro kosten. Also 3.000? Ja, natürlich. Also wir haben halt ein AMG, wir haben ein total anderes Bild nachher. Wir haben 20 Zoll Felgen, Winter- und Sommerbereifung. Ja. Das heißt 5,8. Aber ich bin eher bei 5. Wie du siehst, wir haben ja auch noch eine Menge Arbeit. Mhm. Das heißt, wir wollen ja auch fertig werden, dass du den morgen eventuell nochmal angucken kannst. Ja. Würde ich sagen, kommst einfach nochmal vorbei, wenn wir fertig sind. Wir waren uns ja eigentlich schon fast einig. Ich meine, es geht jetzt um 800 Euro. Der ist neugierig, der kommt morgen. Natürlich kommt er. Ich glaube schon. Weil er will das fertige Ergebnis sehen. Er will sehen, wie das aussieht. Und ich glaube, er will noch eine Runde fahren. Doch, glaub schon. Nicht alle Teile des ML werden foliert. Spiegel, Grill und Leisten bekommen gleich ordentlich Lack ab. Ich finde, Lack sieht immer auch besser aus. Ne, bei kleineren Stellen. Ne? Also bei den Riesenstellen muss man das jetzt nicht sofort machen, aber so bei kleinen Stellen, wie zum Beispiel Spiegel, Grill, Leisten, sieht das einfach geil aus. Damit die erste Schicht erstmal hält, dass die erste Schicht erstmal drauf kleben bleibt und dann macht man die zweite Schicht. Wer kennt es ja immer, wenn man so malt, so irgendwie Zimmer malt, wenn man sofort drauf geht und davor hat man rot gehabt oder lila, wie bei dir, dann macht man weiß, dann sieht man lila immer noch. Dann macht man die zweite Schicht. Und so ist es auch. So, wer will denn lila das Zimmer noch mal weiß haben wollen? Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, es gibt Leute, die haben einfach keinen Geschmack dann. Ne? Ist ja klar, ich hätte es auch lila gelassen. Danke. Safe. 30 Minuten muss gleich alles trocknen. Dann können wir montieren. Jonas hat sogar noch ein neues Emblem organisiert. Der Kostencheck. Wischer? Kann ich auch streichen? 20 Euro. 20 Euro. 20. Ah, die Folie hat trotzdem 500 Euro gekostet. Ist nichts. Das ist, das ist super. Das Rot und das Schwarz. Felgen musste ich bei Gilkan 300 liegen lassen. Ist geschenkt. Mit Reifen. Darfst nicht vergessen. 3040. Wann haben wir denn mal so wenig Geld für ein Auto bezahlt? Aber wir lassen den genauso drin. Das heißt, wir müssen das Inserat eigentlich gar nicht groß ändern. Ja. Ich würde nur eben andere Bilder einsetzen. Und dann lassen wir das genauso drin. Bombe. Der geht weg. Das ist Wahnsinn. Da sind Welten dazwischen. Ich mache die beiden Fotos schon mal rein. Ja. Nun fahren wir den ML zurück in die Halle. Salvo braucht mehr Platz. Für die Felgen ist ebenfalls mehr Platz notwendig. Wenig später wird's ernst. Geil ein aus. Weiterer Kaufinteressent hat sich angemeldet. Ausgerichtet jetzt ist Ramona kurz weg. Oh, hi. Hi, Jonas. Hi. Hi. Bist du wegen dem ML gekommen? Wollte gerade sagen, sieht aber gut aus schon mal, ne? Ja, das ist schön. Wie findest du die Farbe? Gefällt mir. Auch die Kombination mit Schwarz? Schwarz sehr gut. Schwarz sehr gut. Das ist geil. Schwarzer Stern gefällt mir sehr gut. Ja. Du kannst auch mal reinschauen hier. Das ist ein echter V8. Wie viel ist er gelaufen? 300.000 oder was? Nee, knapp 400.000. 400.000? Ja. Wie ist es hier im Kotflügel mit dem Rost? Also wir haben auf jeden Fall die bekannten Roststellen gemacht. Hm. Aber ich meine, naja, ist echt eine Krankheit bei denen. Das war echt schwer. Wie sieht der von innen aus? Innen drin üblich ML, also ist eigentlich alles heile, das ist das Gute. Mhm. Aber Gebrauchsspuren hast du natürlich. Ich würde gerade sagen, ne? Sieht man schon. Aber nichts durch oder so. Ja. Ne, da ist auch nicht so, dass irgendwo ein Knopf oder so fehlt. Mhm. Gibt's ja auch sehr oft bei denen. Mhm. Also wenn du schon drin bist, kannst du den auch starten. Oh, sehr schön. Der ist doch geil. Ja, gefällt mir gut. Schön. Hast du irgendwelche Fragen? Für wie viel hat er jetzt immer drin? 6.000. Ja. Können wir aber noch was machen, oder? 5,4 würde ich sagen. Drin hätte ich mir
schon gebraucht. Ja, aber ganz ehrlich, ML 55 AMG wirst du nicht neuwertig finden. Mhm. Gestern war einer da, der hat sich den angeschaut, der war sehr interessiert. Mhm. Ja, also ich glaube, der kommt heute wieder. Mhm. Der wollte den unbedingt im fertigen Zustand noch mal sehen. Und ja, ich glaube, der ist bereit, knapp die 6.000 zu zahlen. Deswegen, da muss ich mir schon entgegenkommen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Mhm. Deswegen. Ja, mir gefällt der schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, und das Geile ist, du hast einen, also der ist einzigartig jetzt, ne? Mhm. Also so einen roten ML wirst du nicht mehr wiederfinden. Ja, stimmt. 5,8. Du reservierst mir den und ich hole mir den gleich direkt wieder ab. Wenn der fertig ist, du machst mir den jetzt fertig, 5,8. Also wir brauchen noch eine Stunde. Nur eine Stunde? Ja. Ja, dann hole ich mir den nachher wieder ab, wenn du für mir fünf, sagst, acht. Für 5,8 passt dir das. Dann mache ich so. Perfekt. Ne? Ja, wunderbar. Ja. Machen wir. Besser geht gar nicht. Ich dachte, der sagt mir irgendwas mit 4,5 oder so. Nein, der kam direkt mit 5.800 Euro. Also war es ja richtig geil, dass der sich so informiert hat. Ja, ja. Super Verhandlung. Salvo und ich geben noch mal Vollgas. 20 Minuten später ist er fertig. Der frisch folierte ML 55 AMG in Lippenstiftrot mit den coolen 20 Zöller. Ein Wahnsinnsfeuer nachher. Euro. So, Papiere sind drin. Perfekt. Du kannst ihn auch sofort mitnehmen. Ich mache dir sofort Tor auf. Fahr nicht zu schnell. Traumhaft. E36. Coupé. Nee, komm, original. Mach das alleine. Ey, glaub mir, den verkaufen wir. Ich gehe jetzt zum Safe. Da gehe ich jetzt hin. E36. Glaub es mir. Ey, ich habe sogar Bilder gemacht. Die muss ich dir zeigen. Warte. Warte, wir trinken Kaffee und dann zeige ich dir das.